Servus meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu diesem Video. Red Dead Redemption 2. Ich habe es schon durchgespielt, aber man kann ja trotzdem ein bisschen weiterspielen. Ja, und Makati ging ja so. Ja. Also man hat hier keine Mission mehr. Aber das ist so, ich habe jetzt hier eine Farm. Hier nicht, aber hier. Und ich suche keine Kopfgeldmissionen, wo wir machen könnten. Hauptberuflich bin ich jetzt hier Kopfgeldjäger. Hier ist nix. Na, kein Postkutschenüberfall gibt's mehr. Leider, oder hoffentlich bald wieder. Müssen wir in den Städten mal gucken. Diese kleine Stadt hier. Bei den Städten im Sheriff House, manchmal eine. Ne, hier war ich schon lange nichts mehr. Na, egal. Ich habe gerade so einen Tiertypen überfallen. Deswegen ist meine Ehre wieder ein bisschen gesunken. Ich muss wieder aufbauen. Und dann habe ich die Felle von einem Typ geklaut. Mal gucken, wie viel die wert sind. Wahrscheinlich nur $1 oder so. Was ist das für ein Gebiet? Wahrscheinlich ein Gefängnis. Na, hier ist ganz. Valentine müsste ich mal wieder besuchen. Also gut, reiten wir jetzt mal nach Hause. So. Dann geben wir mal ein bisschen Gummi. Ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen. Vielleicht wird mir unterwegs irgendwas. Ego-Perspektive muss ich mal wieder spielen. Habe ich schon lange nicht mehr. Und das hier ist jetzt mein neues Pferd. Das ist ein Elite-Pferd. Franz 2. Franz 1 war auch ein Elite-Pferd. Ist aber gestorben. Und war ein Mädchen. Ja. Warte mal nach Hause hier. Normalerweise ist immer auf dem Weg was. Ich kann schon mal das Haus zeigen, wo ich gebaut habe. Johns Haus einfach. Ja. Im letzten Video hat man ja gesehen, Ende von Redemption, wie Arthur gestorben ist. Und so. Und Mika haben wir jetzt erschossen. Ich habe eine Mission gespielt, hat mir den abgeknallt. Also, ja. Mika lebt nicht mehr. Und Dutch ist aber weggegangen. Wir wissen nicht, wo er ist oder was für ein Leben angefangen hat. Und der Koch von der Gang, der sitzt in Rhodes, hat einen Gemischwarenladen. Ja. Aber ich glaube, ihr wisst es nur, wenn ihr das Spiel kennt. Oder habt. So, gehen wir mal ein bisschen weiter hier. Ah, moin, moin. So. Also Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich glaube, hier wollen ein paar Leute Stress haben. Hör mal, mein Freund, ich weiß, ich kann sie es zurückzahlen. Oh, Alter. So ein ganz schön viel Ehre habe ich gerade bekommen. Begib dich zum Büchsenmacher. Hol ihn den kostenlosen Gegenstand ab. Hä? Ach so, den Typen habe ich glaube ich mal von der Bandfalle befreit oder so und jetzt schenkt er mir eine Knarre oder so. Ja geil, jetzt kann ich mir kostenlos ein neues Gewehr kaufen, oder was? So, so Gewehre kann ich mir jetzt einfach halten. Ah, ich muss mir einfach eins aussuchen. Im Besitz. Ich glaube, ich habe schon das Beste im Besitz. Halbautomatische Flinte. Actionflinte. Schaden, Schaden. Macht gleich viel Schaden eigentlich. Bloß, dass sie, glaube ich, halbautomatisch ist, die. Jetzt kann doch gar nicht sein. Ja, komm, kauf ich mir mal, glaube ich, die, oder? Ah, ich will mir nochmal die Revolver durchgucken. Pistolen, Revolver.
Ist das für eine Knarre? Schofield Revolver. Ne. Alter, geil. Gibt aber so erste Weltkriegspistolen. Also das Spiel. Ich spiel ja. Ich glaube, ich nehme mal so eine Knarre, die kaufe ich mir, Digga. Oh, die ist geil. Hier tun wir mal Munition. Komm, kaufen wir die mal voll. Ist mir ein bisschen Geld dabei. Dekoration. Ja, wir lassen die so Standard. Ist auch ganz geil. Hey, kann ich mir noch was auf den schreiben lassen? Der Doc sagt nur eine Sache, oder? Ne, jetzt kostet wieder Geld, jawohl. 202 Dollar, ne. Ich glaube, die reicht mir schon, die Shotgun. Der Halbautomatisch wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen, aber ich habe ja schon eine. Die Pump Action, die ist auch ganz geil. Mausier. Ich muss mich mal bei dem Typen bedanken, aber ich habe den, glaube ich, mal das Leben gerettet. Oh. Sind sie weg? Ist nur noch der Typ da. Ich sag's dem Verkäufer, danke nochmal. Alles klar, mal meine neue Knarre, Lilili. Sieht es ein Ego aus? Wie sollte man nicht auf Leute zielen? Ja, moin. Was, wenn man zwei alle beide draus hat? Wir haben eine goldene Revolver und eine Pistole hier. Ja, ist doch ganz geil, das benutze ich jetzt so. So, komm, Pferdchen. Wir müssen hier zurück. Oh, davon ist was. Ein Fragezeichen. Zeichenfrage. Aber man findet doch immer was Neues. Mein Freund, sieh da. Ja, ist ein Problem oder was? Ja, was wollt ihr? Sehe ich ein, wie ein Feigling aus? Ich meine, natürlich. Siehst du selbst, ja, dann in Sinn sind. Sehe ich aus wie ein Feigling. Somewhere more conducive to displays of utter gallantry and deep-seated inadequacy. What do you have in mind? Ha. Was soll ich jetzt machen? Oh, geil, was ist auf? Der Kerl ist ein Trottel. Schelten Sie lieber auf was? Ich bin. Alter, die Olle, die ist ja nice. Aber ich hab selber eine Olle zu Hause. Krieg ich jetzt einen geilen Schnaps von denen oder was? Was? Ich habe jetzt ganz zugehört. Was muss ich jetzt machen? Ach so. Joch. So, schieße ich mal hier. Ja moin, jetzt hab ich einfach die Flaschen über den Kopf aber abgeknallt. Geil. Ich möchte aber eigentlich mal nicht eine Revolver nehmen, sondern was anderes. So. Ich habe mir die kleine Flasche abgeknallt. Sie sind bekloppt. Ach du Scheiße, jetzt wackeln die auch noch dabei. Das kleine Typen, die sind noch ein bisschen lebensmüde, oder? Oh, jetzt habe ich ein bisschen in die Wand reingeschossen. Skills and
Hier für ihr Können. Ach, danke schön, jetzt habe ich auch noch Geld bekommen. Ach, das lohnt sich doch, Flaschen von Leuten kaputt zu schießen. $2. Mein Können ist $2 wert, oder was? Mission abgeschlossen. Oh, Brüder, zwei Brüder auf der Suche nach Abenteuer im Westen. Ach so, um ihr Mut zu beweisen, ja. Das hab ich mir auch irgendwie schon gedacht, ne? Wo ist eigentlich Franz 2? Ja, da ist es ja. Moin, moin. So. Also Leute, nach Hause bin ich zwar nicht gekommen, aber ich würde mal sagen, es war's mit dieser Folge. 10 Minuten reicht, glaube ich. Oder 11, keine Ahnung. Also die Typen waren schon ein bisschen. Ah, wollten halt ihr Mut beweisen, ja. Haben wir wenigstens noch eine neue Knarre bekommen. Wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, gebt doch einen Daumen nach oben. Oder einen netten Kommentar, schreibt einfach. Das war's mit diesem Video. Also ciao. Leute.